Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Heute stellen wir euch MyFarmShop vor. Bei MyFarmShop produzieren und verkaufen wir Produkte auf unserem eigenen kleinen Bauernhof. MyFarmShop ist ein Spiel vom Autor Rüdiger Dorn mit Illustrationen von Christian Fiore. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, dauert ca. 45 Minuten und ist bei Pegasus Spiele erschienen. Die Spieler sind abwechselnd am Zug. Ist man dran, so würfelt man alle 3 Würfel. Nun muss man sich für einen entscheiden, mit dem man den Farmausbau des entsprechenden Feldes des Markttableaus erwirbt. Diesen Ausbau darf man auf ein beliebiges Feld des eigenen Farmtableaus legen. Dabei darf man auch Ausbauten austauschen. Der Markt wird anschließend aufgefüllt. Aus den anderen beiden Würfeln wird die Summe gebildet. Der Ausbau unter der entsprechenden Zahl auf jedem Farmtableau wird für jeden Einzelnen nun aktiviert. Die Mitspieler erhalten also nun auch etwas. Bei den Aktionen erhält man in der Regel die Waren Eier, Wolle, Honig oder Milch oder darf diese gegen Geld tauschen. Waren müssen im eigenen Shop untergebracht werden. Besonders sind die Gewürzsäcke, die man ausgeben kann, um die Würfel zu manipulieren. Pro ausgegebenen Sack ändert man für sich die genutzte Zahl um 1 hoch oder runter. Das Spiel endet, sobald der Markt nicht mehr aufgefüllt werden kann. Dann waren alle Spieler gleich oft dran. Jetzt darf jeder noch einen seiner Ausbauten aktivieren. Dann gewinnt der Spieler mit dem meisten Geld. Zusätzlich kann man als Module noch den Bauern einführen, der spezielle abwechselnde Aktionen mitbringt, sowie unterschiedliche Startvoraussetzungen für die Spieler und Missionsziele. MyFarmShop hat diesen sehr familientauglichen Mechanismus mit den 3 Würfeln. Da kommt man sehr schnell rein. Es ist sehr einfach gestrickt, dass man sich eben hier eine Karte aussucht und dann alle hier was aktivieren dürfen. Es ist auch eigentlich ein sehr positives Spiel, weil man eigentlich in jedem Zug von jemandem etwas bekommt. Entweder sind es halt neue Waren oder man tauscht die Waren gegen Geld und Geld ist eben sowas wie Siegpunkte. Was ich noch ganz schön finde, sind die Sonnenblumen. Das ist so ein kleines spannendes Element, was schon im Grundspiel drin ist. Wenn man eine Sonnenblume bekommt, kann man die hier eben auf einen dieser Slots legen und dadurch wird die Karte, die dort liegt, oder beziehungsweise das Aufgedruckte, die Aktion wird dort eins stärker. Also entweder kriegt man mehr Ressourcen oder eben ein Geld mehr. Und an manchen Slots, nämlich die, die von den Würfelzahlen her unattraktiver sind, da kann man sogar dann 2 Sonnenblumen hinlegen, also es bis zu 2 stärker machen. Und da ist immer so eine ganz nette Überlegung, wenn man jetzt hier so eine recht starke Karte hat, ob man die vielleicht so ein bisschen mehr an den Rand legt, damit man die durch die Sonnenblumen noch ein bisschen aufwerten kann. Und was es auch noch gibt, sind ein paar Module, die dabei sind. Die finde ich richtig gut gemacht, weil sie das Spiel nicht künstlich verändern, verlängern, sondern einfach noch ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten. Also es gibt zum Beispiel einen Bauern, der liegt dann immer hier mit drin. Und wenn man den nimmt, kann man so Sonderplättchen bekommen und die geben dann nochmal eine zusätzliche Sonderaktion. Das finde ich ganz spannend, weil in dem Spiel ist es so, klar, am Anfang macht es Spaß, sich diese Karten zu nehmen und irgendwann hat man eigentlich so alle von diesen Grundaktionen, die ja ein bisschen einfacher sind, man bekommt nur eine Ressource, hat man dann aufgewertet. Und es ist zwar so, dass die Karten etwas stärker werden im Laufe der Zeit, die sind so ein bisschen durchnummeriert in verschiedene Bereiche und die hinteren sind eben dann stärker, weil man kann die ja selten einsetzen. Von daher ist es manchmal schon attraktiv, sich noch eine neue Karte zu nehmen, aber eigentlich denkt man, boah, es ist jetzt egal, welche Karte ich nehme. Die bringen alle etwa das Gleiche. Und dann ist dieser Bauer ganz nett, wenn man den nimmt, weil man muss dann nichts austauschen, sondern kriegt eben diese Bonusplättchen, die einem später noch was bringen. Und dann gibt es ein kleines Challenge-Modul, wo eine Sache aufgedruckt ist, zum Beispiel hier 6-mal die gleiche Ressource oder hier einmal das Tableau komplett voll haben. Und wer das als Erster schafft, kriegt immer 6 Punkte und wer es als Zweiter schafft, 3. Und danach für die anderen ist es dann, steht das nicht mehr zur Verfügung. So, deswegen finde ich die Module wirklich ganz schön. Die ergänzen das Spiel gut. Es wird aber dadurch nicht länger oder komplizierter oder sowas. Insgesamt muss ich aber sagen, ihr habt es schon vielleicht ein bisschen gemerkt an der Beschreibung mit den Karten. Dieses Spiel hat keinen Spannungsbogen, weil es plätschert so vor sich hin. Es funktioniert sehr gut, ist sehr familientauglich, aber es ist eben so, dass man irgendwann sagt, ach, ich könnte jetzt die Karte 3, 4 oder 5 nehmen. Gut, 3 bringt mir viel Geld, 4 bringt mir auch Geld, 5 auch. Naja, ob ich jetzt 4 unterschiedliche, 2 gleiche oder diese eben nur die Milchkanne,
Ist eigentlich egal. Ich gucke mal lieber, was will ich denn aktivieren, weil das ist ja das, was bei den anderen beiden Würfen übrig bleibt. Ja, das kann ich ganz gut gebrauchen. Und das sind dann immer so Entscheidungen, die fast egal sind. Also, es ist nur entweder man will gerade was verkaufen oder man braucht eher mehr Ressourcen und das muss ich so ein bisschen die Waage halten. Und die Partien sind auch alle super knapp. Also, das ist ja an sich für ein Familienspiel gut, wenn die Partien super knapp ausgehen. Aber in dem Fall hatte ich eher das Gefühl, es ist egal, was man macht. Weil wir haben Taktiken gehabt, da hat man erstmal zum Beispiel, weil man dieses Ziel hatte, das Ganze voll zu machen, war erstmal Ressourcen gesammelt und lag dann ganz weit hinten. Und dann irgendwann konnte man die ganzen Ressourcen gegen Punkte tauschen, dann hatte man das locker wieder aufgeholt. Und es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, boah, ich habe jetzt die super Taktik, die ich jetzt einsetzen will und auf die spiele ich jetzt, sondern es ist halt so, oh ja, das habe ich jetzt gewürfelt, dann mache ich das jetzt halt. Ach, das habe ich gewürfelt, dann mache ich das jetzt halt. Ach ja, na gut, jetzt brauche ich mal neue Ressourcen, dann nehme ich meine Ressourcenkarte, lege die genau dahin, von der Würfelzeit übrig bleibt. Super, jetzt kriege ich die Ressourcen. Und das war mir ein bisschen zu gleichförmig von den Partien und zu beliebig, was man macht. Also das ist zwar eben dieses Familientaugliche, aber ich hätte mir doch so einen leichten Spannungsbogen irgendwie gewünscht, dass sich im Laufe des Spiels da was verändert, worauf ich hinarbeiten kann. Und das ist halt hier nicht. Und deswegen muss ich sagen, finde ich so, ja, es macht schon, ist schon okay, das mal mitzuspielen, aber es ist jetzt für mich nicht so der Renner. Und es lässt eben sehr schnell nach in seinem Reiz, der vermeintlich erstmal in diesem Würfelmechanismus besteht, der ja wirklich ganz schön ist. Aber dann fehlt mir eben hinten raus, dass da irgendwas Spannendes noch kommt. Von daher würde ich sagen, ein solides Familienspiel, ein positives Spiel im Sinne von, man kriegt ständig was, man ist beteiligt, es gibt keine hohe Downtime, man muss nicht zu lange überlegen, aber dadurch eben auch sehr flach von der Spannungskurve. Finde ich ein bisschen schade, aber ja, so ist es halt. Dann hoffe ich, konnte euch einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, Spiel doch mal.